Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zu einem etwas spontaneren Video, in dem ich nochmal ganz kurz darüber reden wollte, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht mit dem Kanal. Denn aktuell kommen nur irgendwie so Gameplay-Sachen, Let's Plays und irgendwie nur Games und ich habe ja mal gesagt, dass Let's Read Your Fanfiction irgendwann mal weitergeht. Ich aber dafür kein direktes Datum habe und ich wollte das nochmal eben kurz, ich sag mal, auffrischen. Ja, ich wollte das Thema nochmal hervorheben, denn ich glaube, so ein paar Leute denken sich so langsam, Mensch, wo kommt es denn jetzt, wann kommt es denn, ich habe keinen Bock auf den ganzen Kram, was vollkommen okay ist, aber manche Menschen, glaube ich, denken, dass das hier ein Let's Read Your Fanfiction-Kanal, ein Fanfiction-Kanal ist, so rum, was er allerdings nicht ist und auch niemals sein wird. Und mir ist auch wichtig, Leute, wenn ihr abonniert habt, dann danke, aber dann habt ihr wahrscheinlich nicht aus dem richtigen Grund abonniert. Wahrscheinlich haben die meisten nicht aus dem richtigen Grund abonniert. Wenn ihr wirklich nur für die Fanfictions hier seid, dann seid ihr wahrscheinlich am falschen Ort, denn ich werde niemals nur Fanfictions machen. Ich werde allgemein Sachen vorlesen. Ich habe vor, Fanfictions weiterhin laufen zu lassen, so ist es nicht, aber mein Problem ist halt einfach, dass ich zum einen einfach nicht immer Lust habe, gerade Fanfictions vorzulesen. Ich lese sie vor, wenn ich Lust drauf habe, einfach wenn ich mir denke, komm, jetzt habe ich vor, ein bisschen zu kichern, dann mache ich das. Und ich habe gerade gemerkt, bei Neue Schule, Neues Glück wohl kaum, dass bei gerade so einer unfassbar langen Serie da, oder Reihe, da ist es halt echt so, da muss man sich schon ein bisschen dafür begeistern. Und ich bin halt jemand, der sich gar nicht für Fanfictions irgendwie interessiert, sondern wirklich nur diesen Witz dahinter sieht. Und allgemein ist es einfach nicht so mein Ding. Ich mag halt wirklich nur das Vorlesen. Viele von euch denken irgendwie, dass ich viel mit dem ganzen Shit zu tun habe, was halt gar nicht stimmt. Ich mag einfach nur das Vorlesen. Und bevor denn so manche Leute denken so, keine Ahnung, also bestimmt gab es Leute, die denken, dass ich so ein Fanfiction-Kanal bin, beziehungsweise ein, dass mein Hauptthema Fanfictions wären, weil ich eine Zeit lang wirklich nur Let's Read Your Fanfiction gemacht habe, weil ich einfach nichts anderes hatte, worauf ich aktuell Lust hatte. Und das war einfach nur eine Zeit lang und vielleicht kommt es auch wieder, das weiß ich nicht. Es ist halt, ich spezialisiere mich nicht. Ich mache das, worauf ich aktuell Lust habe. Aktuell habe ich viel mehr Lust auf Let's Plays und Zocken und Games und allgemein jetzt mit Ori and the Blind Forest. Unfassbar schönes Spiel und wie gesagt, das ist einfach, es macht einfach unfassbar Spaß, das zu spielen, weil das einfach schön ist. Die Musik ist schön. Wenn ihr da reingeschaut habt, das, was ich übrigens wirklich empfehle, was ist jeder Studio Ghibli-Fan oder allgemein so Disney, Studio Ghibli, so dieser Shit, wer das mag, der sollte wenigstens mal reinschauen, weil es ist schon verdammt schön und meiner Meinung nach, oh, wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Und deswegen, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass ich zu Fanfictions auf jeden Fall zurückkommen werde und zwar auch noch während Ori läuft. Also ich werde wahrscheinlich Ori und Fanfictions so nebeneinander herlaufen lassen. Also ich muss dazu sagen, ich werde jetzt nicht so eine richtige Reihe bei den Fanfictions machen, sondern eher so bei One-Shots bleiben, also bei diesen kürzeren Kurzgeschichten, die wahrscheinlich nur einen Part lang gehen. Und da würde ich dann auch nicht das so machen, dass ich dann einen Tag das, einen Tag das. So werde ich das nämlich nicht machen. Ich werde es dann immer dann machen, wenn ich mal Lust drauf habe. Das liegt einfach nur daran, dass ich mich, ich sag mal einfach, dass alles ein bisschen freier wird, dass ich dann immer mal wieder was hochlade und vor allem, dass dann auch Leute, sag ich mal, das nicht zu sehr vermissen, beziehungsweise irgendwie hatte ich einfach nur das Gefühl, dass Menschen langsam anfingen zu denken, dass das nie wiederkommt, was auf keinen Fall so ist. Das ist auf keinen Fall so. Aber okay, ich würde sagen, mache ich mal eben kurz zusammenfassen. Let's Read Your Fanfiction kommt wieder. Es wird noch, während Ori läuft, wird es noch kommen. Also, ich werde wieder anfangen mit einem kleinen Ibiondre-Special. Ich werde random Shit vorlesen, ja, also, keine Ahnung, was, ihr wisst ja, was es da alles gibt, ne? Wir hatten jetzt Tadi, ja, wir hatten Revils, wir hatten GL Paddle, wir hatten schon so ein paar. Und, wie gesagt, da kommen bestimmt noch mehr, aber ich werde nicht mehr so eine riesige, lange Reihe machen zu einer einzigen Fanfiction. Das ist mir auf Dauer denn echt zu repetitiv und langweilig. Deswegen, ich möchte ein bisschen mehr Abwechslung haben. Wisst ihr? Also ich möchte, wie gesagt, ich möchte einfach Abwechslung haben. Das ist mir verdammt wichtig. Und dass ihr auf jeden Fall wisst, es kommt noch wieder. Ich werde wahrscheinlich sogar heute noch ein Part aufnehmen.
Denn ich dachte mir, das kann man vielleicht jetzt direkt miteinander verbinden. Da ich jetzt ein bisschen Zeit habe, dann kann ich gleich nachher noch ein bisschen Ori aufnehmen. So ein paar Stündchen vielleicht. Ich kann vielleicht ein oder zwei Parts Let's Read Your Fanfiction aufnehmen. Und jetzt hier, wie gesagt, dieses kurze, knappe Labervideo, was ich auch noch versuche, am 24.03., also heute, noch hochzuladen. Was, denke ich, auch relativ einfach sein wird, weil jetzt schaut ihr gerade nur auf einen schwarzen Bildschirm und mehr nicht, sondern hört mir nur zu. Also das sollte relativ schnell gehen. Und ja, also Leute, wirklich, um das nochmal zusammenzufassen, solltet ihr abonniert haben, denkt dran, abonniert lieber wegen mir, weil ihr allgemein den Stuff mögt, den ich mache, nicht weil ihr nur mögt, wie ich vorlese. Das Vorlesen wird immer ein kleiner Teil meines Kanals bleiben, aber nie der Hauptteil. Es wird immer nur so ein Nebending sein, immer. Wie gesagt, es ist einfach, bei weitem macht mir das nicht so viel Spaß, wie jetzt Videogames zu kommentieren und die dabei halt einfach zu zocken. Das macht mir persönlich einfach viel mehr Spaß als das Vorlesen an sich, auch wenn ich schon Spaß habe am Vorlesen. Und deswegen werde ich das auch nie wirklich lassen. Ich hatte jetzt eine längere Pause drin und ich denke mal, so langsam können wir mal wieder anfangen, ich sage mal, Stück für Stück da wieder reinzukommen. Und das dann gleichzeitig mit Ori immer mal wieder, rauszuwerfen und dass ihr euch das dann anschauen könnt. Und ja, ich glaube, damit habe ich jetzt alles gesagt in einem krassen One-Take, ey. Das ist, wow. Ich bin richtiger Laberdude. Wir sind jetzt bei 6,5 Minuten. Das hätte man wieder ein bisschen kürzer machen können. Ja. Und, da sind bestimmt wieder Menschen, die mir das denn nachzählen werden, wie oft ich denn sage. Das könnt ihr sehr gerne machen. Dann auf jeden Fall, Leute, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben zu, keine Ahnung was, Fanfictions, zu folgende Projekte, ihr wisst schon, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie mir sehr gerne stellen. Ich werde sie selbstverständlich dann auch beantworten. Und ich hoffe, dann hat dieses Video ein wenig für Klarheit gesorgt. Es ist jetzt wieder länger geworden, als was ich es wollte. Leider ist es ja irgendwie immer so, ne? Das bin halt einfach ich, ja. Ist immer so irgendwie. Ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt auf jeden Fall. Egal, Leute, dann hoffe ich, hat euch dieses kleine bisschen Gelaber gefreut. Ich hoffe, man sieht sich bei Ori and the Blind Forest, denn ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Wirklich wunderschön und es macht sehr viel Spaß. Und damit, ja, Leute, dann sieht man sich auf jeden Fall bei einem anderen Video. Haut rein, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend und ciao.